Dies ist das neu kolorierte Modell eines Utah Raptor. Fangen wir mal gleich mit den Maßen an. Von der Schnauze bis zur Schwanzspitze misst das Modell 22,8 cm in der Länge und bis zur Hüfte haben wir 9 cm in der Höhe, also mit Sockel. Das entspricht zu einem Maßstab von ca. 1 zu 35. Dieses Modell wurde gefiedert dargestellt. Zwar gibt es keine Fossilienfunde, die Federn bei Utah Raptor belegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Utah Raptor gefiedert war, ist sehr groß. Die gefiederten Arme halfen möglicherweise bei schnellen Richtungswechseln. Sehr schön ist auch die große Sichelklaue am zweiten Zeh dargestellt. Diese Sichelklaue diente möglicherweise dazu, sich an größeren Beutetieren festzukrallen und sie dann mit Zehen und den Krallen der Hände zu traktieren. Der Körper des Utah Raptor ist mit Protofedern bedeckt, die ihn womöglich warm gehalten haben. Auf dem Kopf hat dieser Utah Raptor ein paar rote Schmuckfedern. Hier kann man auch schön die schuppige Haut der Schnauze erkennen. Alles in allem ist dies wieder ein von Martin Garrett sehr schön individuell koloriertes Modell.